also, das hier ist jetzt der Toyota, gesponsert von Takaku. Obwohl Toyota aber sehr gute Autos hat, hatten sie noch nie einen Le Mans-Sieg. Aber auf jeden Fall werde ich den jetzt weitermachen. Ein sehr breiter Gruppe C. Er wurde von einem Italiener, einem Japaner und einem Engländer gefahren. Steht da drauf. Auf jeden Fall, bis jetzt finde ich auch, dass es ein sehr schönes Modell ist, auch von slot.it. Erstmal das abmachen. Diese Gruppe C Racer haben auch da drin in den Scheiben solche Löcher, weil es einfach brutal heiß in den Kisten wird. Die Dinger fahren ja teilweise 300 Stundenkilometer und das ist ziemlich viel. Hier, der Rennfahrer ist da drin auch ziemlich schön gemacht, so bunt. Auch der Rennfahrer im Anzug ist nämlich auch richtig schön gesponsert, das gefällt mir. Der hat jetzt Doppelradaufhängung. Ich drehe nämlich gerade an der anderen Seite. Er hat durchgehende Achse. Er hat hier einen Abschleppring und hier hinten auch. Also zwei Abschleppringe. Hier sieht man auch Takaku. Toyota ist es. Ist es ein Toyota? Ja, es ist ein Toyota. Auf jeden Fall, mir gefällt er auch. Vor allem mit der Farbe, weil dieses Gelb mit Weiß zu Schwarz passt, finde ich ziemlich gut. Hier sind natürlich auch japanische Zeichen drauf. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet. Wenn sich das Video ein Japaner anguckt, dann kann er es mir ja mal schreiben. Auf jeden Fall fände ich sehr nett, was es bedeutet auf Deutsch. Das ist die Nummer 37. Auch ein sehr schönes Modell. Oben auch eine Antenne drauf, sieht man. Und hier, Gruppe C, 1. C1 bedeutet wahrscheinlich, dass es ein Gruppe C-Wagen ist. Und dahinter steht auch irgendwas, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Da steht auch eine 24, wahrscheinlich wegen 24 Stunden von Le Mans. Und es ist auch ein sehr schönes Modell. Wir lassen die ganzen Autos, die ich jetzt auch auspacke, gleich auch mal auf der Carrera-Bahn, die wir jetzt nämlich wieder neu aufgebaut haben, drüben, wo die Bruderwelt steht, dass wir die dann auch noch da testen. Ich schätze, der Wagen fährt auch Bridgestone, weil da steht auch Bridgestone drauf. Davon ist meine Kappe auch, die ich habe. Eine Bridgestone-Kappe. Auf jeden Fall. Ich habe bisher schon ziemlich viele Wagen gesehen, die Bridgestone fahren. Auch die Formel 1, die wir haben, da fahren auch viele von Bridgestone. Auch in Gran Turismo fahren die beiden Ferrari Formel 1, die es da gibt, fahren auch beide Bridgestone. Auf jeden Fall, ich mach mal weiter.